Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, einfach nur wieder am Start und zwar in der nächsten, Vorstellung und zwar geht's jetzt ja direkt ins neue Jahr direkt rein und dann sind wir natürlich schon dabei und wollen natürlich auch unsere Vorlesungen im Studiengang oder dergleichen auch schön aufzeichnen beziehungsweise alles mögliche, was jetzt mit Sprachrecording zu tun hat. Da habe ich jetzt ein neues kleines Gadget und zwar ein ganz unauffälliges Voice-Aufnahmegerät, also sprich ein Stimmenaufnahmegerät. Wir gucken auch mal direkt zusammen rein und dann gucken wir uns die direkten Specs an, was das kleine Gerät so kann. Wir haben auf jeden hier direkt einen 64 GB großen Speicher mit dabei. Das ist schon mal insoweit sehr praktisch, denn ihr könnt somit direkt loslegen. Und das kleine Gerät kommt nicht in der üblichen Form, wie man das so kennt, als Sprachrekorder, sondern das sieht so aus wie so ein ganz normaler Rucksackanhänger, wenn man das Ganze so möchte. Wir haben hier ein Clipteil, welches so aussieht, ich sag mal so, wie ein ganz normaler kleiner Karabinerhaken, der tatsächlich aus, ich würde mal sagen, Aluminium gefertigt ist. Wir haben die üblichen Funktionen. Wir gucken mal kurz drauf. Wir haben USB, nicht C, sondern Micro-USB an der Stelle direkt am Start. An und aus und das M müssen wir mal gucken, wofür das ist, denn mehr Funktionsknöpfe haben wir hier nicht. Der Speicher wird zur Verfügung gestellt über eine Micro-SD-Karte, die anscheinend No-Name ist. Da steht nichts weiter drauf. Nope. Hier steht ganz schwach 64 GB Memory Card. Das kann man so gut wie gar nicht lesen, aber egal. Das heißt, der interne Speicher kann sozusagen herausgenommen werden. Also Micro-SD-Karte funktioniert soweit sehr gut. Man muss sich das ausprobieren. So rum, wie gesagt, kannst du den einlegen und dann wieder reindrücken. Kleck, so gut. Dann können wir den Karabiner haken, wenn das hier zu groß ist. Hier steht es auch nochmal drin, 64 GB Speicher. Können wir zusätzlich hier oben natürlich auch noch anhängen an ein ganz normales Trageschlaufenband oder dergleichen. Schauen wir mal rein, was haben wir denn im Lieferumfang drin. Was ich schon mal ziemlich cool finde, ist, wir haben also normalerweise immer ein USB-A auf Micro-USB-Ladekabel. Das brauchen wir natürlich. Dann haben wir hier natürlich gleich Kopfhörer. Das heißt, wir können anscheinend dann auch damit... Dann wird diese eine Taste Play-Pause sein, schätze ich jetzt einfach mal. Ah ja, guck mal, du hast per Micro-USB angebundene Kopfhörer. Die funktionieren übrigens an Smartphones mit Micro-USB noch oder natürlich auch an solchen Geräten, die dann OTG-fähig sind. Dann steckst du das Ganze hier rein und kannst dann über Play-Pause plus Minus das Ganze steuern. Play-Pause ist klar, dass es auf Stopp geht oder weitergeht oder laut oder leise oder länger gedrückt halten, um einen Track weiter zu skippen. Ansonsten hast du ja hier kein Display und kannst nichts weiter auslesen, denn die 64 GB Speicher können auch tausende Stunden Audiomaterial fassen. Dafür gibt es das Datenkabel, das brauchen wir natürlich oder wir machen folgendermaßen eins. Wir haben hier gleich im Lieferumfang, Gott sei Dank schon mit drinnen, einen kleinen Kartenleser. Der Kartenleser, der wird dann, oh, der ist ja niedlich, ist ja wirklich süß. Der wird dann so benutzt, wo stecke ich denn hier die Karte rein? Ist ja auch interessant. Hier irgendwo. Hier stecke ich die Karte rein, klar. Du steckst hier die Karte rein und hast dann gleichzeitig den USB-Anschluss und kannst dann darüber mit USB 2.0, wahrscheinlich mit 20 MB die Sekunde, den ganzen Spaß auslesen. Also soweit, so gut. Haben wir noch eine Anleitung mit drin, ja? Die ist auch noch inklusive. Was kostet das kleine Gerät, wird man sich jetzt an der Stelle fragen. Das kleine Gerät kostet jetzt gerade um die 40 Euro. Kommt immer mal ganz drauf an wahrscheinlich, wie teuer das Ganze jetzt so sein soll. Weil wir haben auch gerade noch einen 20% Rabattgutschein mit drinnen. Und wir sehen es jetzt hier, wir können also mit einer Batterieladung bis zu 12 Stunden Wiedergabe haben. Oder 20 Stunden Audio-Recording bei einem 64 GB Speicher. Einfach nur nach oben tippen und die Aufnahme beginnt sozusagen sofort. Das heißt, wir ziehen das hier mal raus, klicken das mal wieder zu. Ich habe es jetzt ja nicht aufgeladen. Und irgendwo sollte hier vielleicht auch eine LED sein. Da. Da ist die LED. Die blinkt dann ganz kurz und sagt uns, jetzt wird die Speicherkarte direkt, schätze ich mal, formatiert und dann auch benutzt. Es könnte sein, dass das Blinken jetzt bedeutet, dass er jetzt gerade nicht aufnimmt, weil normalerweise soll das ja nicht auffällig sein, aber wir werden es gleich rausfinden. Und wenn wir dann direkt fertig sind mit dem Recording, dann können wir ganz normal von On auf Off direkt rübergehen. Und hier oben ist auch übrigens das Mikrofon eingearbeitet, dieses kleine Loch, was man da sieht. Darüber wird die Mikrofonqualität dann sich generieren. 360 Grad Aufnahmesound, so wird der ganze Spaß natürlich hier angepriesen, HD Recording, das werden wir rausfinden. Ich denke mal, wir können in Wave und in MP3 aufnehmen. Das werden wir dann über die Anleitung gleich noch alles ersehen. Denn meistens ist es so, mit Hilfe von Textdokumenten kann man das Datum, die Uhrzeit und dann auch noch die Qualität einstellen. 750 Stunden Aufnahmekapazität bezieht sich auf die 64 GB. Man müsste jetzt wissen, in welcher Kapazität. Aber wie gesagt, das Ding kostet unter 40 Euro. Jetzt direkt mit einem 20% Rabattgutschein ist das Ding natürlich noch viel preiswerter als sonst schon. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Wir gucken mal direkt in die Anleitung rein, was man so einstellen kann.
So, das Wichtigste sehe ich gleich schon auf dem ersten Blick. Playback-Format sind MP3, WAV und WMA, das ist also klar. Und die Recording-Bitrate ist also bei WAV auf 32, 64, 128 und 192 festgelegt. Sieht nicht so aus, als wenn wir hier ein MP3 aufnehmen könnten, aber das könnte sich eventuell ja irgendwo noch herausstellen. 160 mAh ist der Akku groß und wir sehen den ganzen Spaß ja jetzt hier. Maximal 23 Stunden kann das Ganze aufnehmen. Und hier steht es auch nochmal drin, damit wir den ganzen Spaß drin haben. Bei 192 Kilobit könnten wir natürlich hier unendlich viel aufnehmen, denn 64 GB sind dabei, also die 384 mal 2 habt ihr die Aufnahmezeit. Wir sehen allerdings, die komplette Anleitung ist auf Englisch, das bedeutet also keine deutsche Anleitung dabei, das ist ja wieder meistens so klar, aber wir finden trotzdem alles Wichtige raus, denn hier steht es ja nochmal direkt beschrieben, was wir wissen wollten, denn das hatte ich schon erklärt, wie die Fernbedienung hier funktioniert, denn das Ganze ist ja kabelgesteuert und kabelgebunden, ansonsten schon mal kein großes Manko. Per An fängt die Aufnahme an und wenn man zurückgeht, also auf, dann hört sie auf und wird direkt gespeichert. Soweit kein großes Ding. Wir müssen am Computer dann direkt reinschauen, weil mehr können wir jetzt hier gerade nicht so ableiten. Aber hier steht es nochmal, in dem Textdokument kann ich natürlich alles über den Computer einstellen. Das ist soweit ganz klar und das ist eigentlich auch selbsterklärend. Ich würde mal sagen, wir hören uns die Mikrofonqualität natürlich erstmal an und auf der anderen Seite gucken wir uns dann an, was man so alles von dem kleinen Gerät am PC im Textdokument so einstellen kann. So Freunde, dann will ich euch jetzt mal ganz schnell und einfach zeigen, wie das hier funktioniert mit diesen kleinen Einstellungen jetzt hier. Hier ist das kleine Gerät an der Stelle. Wir haben jetzt hier also den Lademodus gerade aktiviert. Es steckt jetzt hier gerade bei mir im Laptop drinnen und ich kann jetzt natürlich hierüber natürlich einfach so auslesen, wie viel Daten ich auf diesem kleinen Gerät jetzt hier gespeichert habe. Und jetzt seht ihr hier schon ziemlich gut, dass ich jetzt hier alles Mögliche einstellen kann. Und zwar zeige ich das mal mit der Maus, kann ich hier oben jetzt die Zeit aktuell einstellen. Also wir haben jetzt ja hier eine aktuelle Zeit von 11 Uhr 23, da möchte ich das natürlich hier oben auch übertragen. Das heißt, wir löschen das einfach hier raus, gehen darüber und tippen jetzt hier einfach nur die 11.23 Uhr ein. Dann haben wir das jetzt schon mal darin gespeichert. Dann machen wir jetzt hier selbstverständlich oben nochmal die Möglichkeit davon, dass wir jetzt hier einfach den 4.1. direkt reinschreiben. Das Ganze funktioniert auch hier weitestgehend gut. Das heißt, auch alles hier so eintippen. Und dann haben wir natürlich das aktuelle Jahr 2023. Soweit ganz klar. Wenn ich das jetzt so drin habe, haben wir den 4.1.23. Dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit nachzulesen. Was das hier so bedeutet, kann ich euch ganz schnell und einfach sagen. Wir haben jetzt hier natürlich die Voice-aktivierte Aufnahme von 0 bis 7. Hier wird das Ganze nochmal erklärt. Je höher die Ziffer ist, desto sensibler wird das Ganze natürlich agieren und automatisch aufzeichnen. Dann haben wir hier die Bitrateneinstellung. Die ist hier wählbar zwischen 32, 64, 128 und 192 Kilobit. Ich dachte wirklich, ich kann den MP3 auch aufnehmen. Es geht aber an der Stelle wirklich jetzt hier nur im WAV-Format. Soll kein großes Problem sein. Das heißt, wir haben jetzt hier 192 Kilobit pro Sekunde. Es würde aber auch 128 reichen. Das bedeutet, ich kann die Nummer jetzt hier vorne ändern. Gebe an der Stelle einfach jetzt hier eine 3 ein. Wenn die 3 dann eingegeben ist, haben wir jetzt also 128 Kilobit. Dann können wir jetzt den Gain einschalten. Und der Gain ist die Sensitivität. Und je höher die Nummer ist, desto lauter nimmt das Mikrofon auf. Wir sind in der mittleren Range. Das heißt, bei 3 zwischen 1 und 7 kann ich das Ganze einschalten. Dann sollte ich die 3 auch eigentlich lassen. Dann ist die Empfindlichkeit vom Mikrofon nicht ganz so hoch, aber auch nicht ganz so krass. Kratzanfällig. Und wir haben hier bei Parts in 60 Minuten Parts wird es aufgezeichnet. Das heißt auch hier Segmente zwischen 10 Minuten und 240 Minuten. Beispiel sind hier 60, die lasse ich drinne. Das bedeutet also, alle 60 Minuten erstellt sich ein File, worüber ich den ganzen Spaß dann auch wieder bedienen kann. Dann gucken wir uns jetzt mal die maximale Aufnahme und Akku-Aufladezeit, sondern die Aufnahmedauer mit dem Akku an. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell und ergreifend, wie viel passt denn auf den internen Speicher drauf. Das wollten wir natürlich vorher nochmal herausfinden. Und zwar gucken wir jetzt mal hier einmal direkt oben drauf. Da sieht man es schon mal ganz gut. Ich habe das jetzt hier alles mal so im Hintergrund geöffnet. Und zwar habe ich jetzt hier einfach mal die Aufnahmen durchlaufen lassen. Ihr seht ja jetzt hier passend, heute ist also der 6.1. Und ich habe das Ganze jetzt hier vom 4.1. durchlaufen lassen. Und eine Datei hat jetzt hier mit 56 MB, können wir jetzt hier an der Stelle gleich nochmal direkt öffnen,
heißt, gehen wir da drauf, eine Datei hat jeweils 60 Minuten Aufnahmedauer bei 128 Kilobit im WAV-Format, wie ihr das Ganze jetzt hier so seht. Und wir schauen mal durch, wir haben jetzt hier oben einmal die Datei, die können wir also direkt erstmal wegnehmen, ja, die ist also nicht weiter aussagekräftig. Und ansonsten haben wir jetzt hier sozusagen, unten links steht es, 17 Dateien, also wir haben mindestens 16 Stunden bzw. 16,5 Stunden Aufnahmezeit oder sagen wir mal 16 Stunden und 50 Minuten, also knapp die 17 Stunden sind wir auf jeden Fall voll dabei. So viel kannst du jetzt hier am Stück mit einer Akkuladung aufnehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich ordentlich und da bin ich auf jeden Fall schon mal ganz zufrieden und kann eigentlich nichts dagegen sagen, weil das Ding wirklich eine saubere Leistung hat. Es ist klein, unauffällig und wie gesagt, es blinkt dann auch nicht mehr. Es blinkt nur, wenn es jetzt zum Beispiel gerade aufgeladen wird, dann leuchtet es rot und wenn es jetzt blinkt, dann merkt man halt, dass die USB-Datenauslesung vonstatten geht. Also dementsprechend jetzt hier, habt ihr es gesehen, knappe 17 Stunden Aufnahmezeit bei 128 Kilobit ist auf jeden Fall wirklich außerordentlich gut. So, jetzt an der Stelle zeige ich euch natürlich nochmal ganz schnell und einfach, wie die Mikrofonqualität ist. Also die Mikrofonqualität ist völlig ausreichend. Das Gerät ist jetzt ungefähr einen halben Meter von mir entfernt. Und ihr könnt ja im Nachhinein dementsprechend dann auch noch ganz schnell und einfach die Lautstärke, also die Dezibel erhöhen, entweder in dem Menü direkt, was ich euch gezeigt habe, indem ihr jetzt einfach reingeht in dieses kleine Menü und dann den Mikrofonwert von 0 bis 7 einfach verstellt oder hinterher im Audacity-Programm oder im Videobearbeitungsprogramm, worüber man auch MP3 Dateien rendern oder konvertieren kann. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend und die Akkulaufzeit mit knapp 17 Stunden ist auf jeden Fall auch schon ziemlich hochgegriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, ich bin an der Stelle raus, habe dazu nichts mehr beizutragen, finde das Ding mega praktisch, man kann es überall dran klippen mit dem kleinen Haken und es ist auch nicht sonderlich auffällig, weil es auch nicht weiter blinkt. Dann bin ich an der Stelle erstmal raus und verlinke euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.